Hallo, ich bin Christian. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Wir haben heute Ende Juni. Was bietet sich da an? Natürlich draußen zu kochen. Und was koche ich in dieser Jahreszeit? Ein Eintopf. Ein Sommereintopf. Ein saisonaler Sommereintopf. Mit Kohlrabi, mit Möhren, mit gutem mageren Rinderhack. Ein einfaches, sehr, sehr schnelles Essen. Auch ein preiswertes Essen ist natürlich gerade in der momentanen Zeit gar nicht mal so verkehrt. Und wenn das Ganze dann noch sehr schnell und einfach zuzubereiten ist, naja, was soll ich weiter erzählen? Schaut es euch an, ich zeig's euch. Ich benötige Gehacktes vom Rind, ungefähr 800 Gramm. Die Mengenangaben müsst ihr euch gar nicht merken, die stehen ja wie immer im Rezept unter der Videobeschreibung als PDF-File zum Ausdrucken. Wir brauchen Kartoffeln, wir brauchen Möhren. Die Kartoffeln werden geschält und gewürfelt. Die Möhren werden ebenfalls geschält und in Scheiben geschnitten. Zwei Kohlrabi, die werden geschält und ebenfalls gewürfelt. Drei Zwiebeln schälen, hacken, feinhacken. Zwei Knoblauchzehen, ich habe hier die runden, die sind milder als die normalen. Wenn ihr die nicht nehmt, dann nehmt ihr halt drei bis vier normale. Was brauche ich noch? Ich brauche saure Sahne, das kommt hinterher als Topping oben drauf. Ich habe selbstgemachte braune Butter, damit brate ich und spitze ich alles an. Ich habe hier Wasser, meine selbstgemachte Gemüsepaste. Wenn ihr das nicht habt, nehmt ihr Brühe, Gemüsebrühe. Ich brauche Tomatenmark, ein paar Zweige Thymian. Hier habe ich noch Petersilie, die ist allerdings gefroren, frische habe ich keine vernünftige bekommen. Was brauche ich an Gewürzen? Ich brauche groben Pfeffer, ich brauche Maltensalz und ich brauche süßes Paprikapulver. Das ist schon alles und los geht's. Als Setup habe ich heute wieder meinen geliebten Gastisch mit dem FT9. Ich finde, das ist eine super Kombination. Da hinein ein bisschen braune Butter. Da brate ich gleich das Gehackte, das Rinderhack, schön krümelig an. Die braune Butter gibt darüber hinaus einen wunderbaren, nussigen Geschmack. Aber das kennt ihr ja. Da hinein kommt das Hack. Na, wenn es denn kommt, es muss. Schön verteilen und krümelig anbraten. Und vor allen Dingen aufpassen bei so viel Schub, dass es nicht anbrennt. So ist das weitestgehend gut krümelig angebraten. Das reicht mir. Die Zwiebeln kommen dazu. Die Knoblauchzehen, die gehackten. Das Ganze wird jetzt mit angespitzt. Mal schauen. Ja, so gefällt mir das. Das reicht mir auch schon. Komme auch langsam einen leichten Bodenansatz hin. Jetzt kommt ungefähr eine halbe Tube Tomatenmark, also rund 100 Gramm. So, das reicht. Bisschen verteilen. Und mit anschwitzen. Und das geht bekanntlicherweise besser mit einem Schluck Wasser. Dann verteilt es sich nämlich besser. Paprikapulver kann auch schon dazu. Das kann ein bisschen Wärme vertragen. Und anschwitzen. Das duftet. Alter Schwede, ich liebe es. Ich liebe es, draußen zu kochen. Eigentlich überhaupt zu kochen, egal wo. Ungefähr 2 Minuten später, nicht mal ganz, das reicht mir. Kartoffeln kommen hinzu. Kohlrabi. Das habe ich alles annähernd in gleich große Stücke geschnitten, weil
Alles drei hat ungefähr die gleiche Garzeit. Das Ganze mit Wasser angießen. Mal schauen, ob das reicht. Ist ein bisschen wenig. Noch ein bisschen. Naja, der Rest kann auch noch. Also 2 Liter Wasser. 2 Liter Wasser heißt für mich gute 2 Esslöffel von der Gemüsepaste, von der selbstgemachten. Zack. Jetzt noch Salz hinzu und Pfeffer. Und alles gut vermengen. Duften tut's gut. Bin mal gespannt, wie es hinterher schmeckt. Allzu schlecht aussehen tut es auch nicht. Die Kräuter kommen natürlich erst zum Schluss dran. So, jetzt noch Deckel drauf und so lange kochen, bis alles gar ist. Das dürfte nicht allzu lange dauern. So, knappe 12 Minuten. 11-12 Minuten rum. Jetzt bin ich einmal gespannt, wie es denn schmeckt. Ja, man kann noch ein bisschen was dran. Ein bisschen Salz. Das waren jetzt ungefähr ein guter Teelöffel nochmal. Bisschen Pfeffer, halber Teelöffel, Thymian kommt hinzu, meine Petersilie, alles gut vermengen. Ich finde, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Es duftet nach den Kräutern. Leute. Ich liebe es. Kochen kann so einfach sein. Jetzt nochmal probieren. Wir haben noch einen leichten Biss. Finde ich klasse. Ausreichend gewürzt ist es auch. Flamme aus, das wird jetzt angerichtet. So sieht nun mein Tellerbild aus. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Auf jeden Fall war das Ganze bis jetzt unheimlich einfach und schnell. Schauen wir mal. So Leute, jetzt muss es nur noch schmecken. Schauen wir mal. Kräuter kommen richtig gut. Das Gemüse hat noch Biss, das finde ich auch sehr gut. Mal schauen mit der sauren Sahne. Das hebt das Ganze nochmal unheimlich. Nicht zu salzig, aber auch genügend Salz drin. Eine gute Pfeffernote. Vor allem das Gemüse hat Biss. Das freut mich richtig, weil ich mag es nicht, wenn es so kaputt gekocht ist. Also die saure Sahne, das ist wirklich das i-Tüpfelchen. Das macht das Gesamte richtig, richtig rund. Ein leckeres, einfaches Essen. Kommen wir zum Fazit. Fazit, alter Schwede. Wie manche von euch ja vielleicht wissen, war ich im vorigen Leben mal Bergmann und wir Bergleute, zumindest ehemalige, mögen einfache
robuste, gesunde Geschichten, Sachen. So auch dieser Eintopf. Erst hört sich das widersprüchlich an, ein Eintopf im Sommer, da schwitzt man noch, das ist doch schwer. Nee, ihr habt es gesehen. Einfache, aber gute Zutaten, sehr gesund, nicht kaputt gekocht. Durch das magere Rinderhack ist es auch nicht zu fettig. Eine gute Note durch die braune Butter, die das Ganze noch mal hebt, mit der sauren Sahne zusammen. Ein leichtes Essen, ein Essen, was auch sehr schnell zuzubereiten ist und wie gesagt nicht viel kostet. Mit diesen wenigen Zutaten ist das Rezept aber absolut in sich stimmig. Ein richtig leckerer Sommereintopf. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert mich, drückt die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Und es kommt mir wieder die Frage auf, wie komme ich ans Rezept? Wenn ihr unten auf den Pfeil-Button geht, unter dem Video, poppt ein neues Bild auf und darin findet ihr den Link zu den Rezepten. Die könnt ihr dann ausdrucken als PDF-File und sammeln. So kommt ihr auf billige Art und Weise, auf preiswerte Art und Weise an ein Kochbuch. Zwar nicht gebunden, sondern im Ordner, aber das reicht ja letztendlich auch. Also in dem Sinne, euer Christian, Glück auf, bis zum nächsten Mal.